Ich muss hier raus. Ich bin eingesperrt. Ich muss raus hier. Hallo, Servus und Grüezi miteinander. Herzlich willkommen wieder einmal in der virtuellen Realität. Heute spiele ich für euch das Spiel The Ruins, die Ruine oder die Ruinen. Das Spiel kommt von einem Hersteller, ich habe es mir auf dem Spickzettel aufgeschrieben, von Blue and Trophy Studios. Die haben schon zwei weitere Spiele rausgebracht, einmal The Glean und einmal The Cabin. Und das sind alles Escape the Room Spiele. Escape the Room, wie es der Name schon sagt, heißt Entkomme dem Raum. Hier geht es eigentlich primär, mein Rechner macht gerade irgendwas Komisches, egal, hoffentlich funktioniert die Aufnahme. Es geht primär darum, man befindet sich in einem Raum, man muss ein paar Rätsel lösen und wenn man das Rätsel richtig gelöst hat, kommt man in der Regel in den nächsten Raum, der wieder so verzwickt, verschachtelt oder verrätselt ist, dass es dort wieder darum geht, herauszukommen und auch das nächste Rätsel zu lösen. Irgendwie spinnt mein Rechner gerade, Moment mal. Ich habe ja die Hoffnung, dass die Aufnahme jetzt funktioniert und nicht abbricht. Wir sehen uns im Spiel wieder. So, herzlich willkommen im Spiel. Wir befinden uns im Hauptmenü und das Erste, was hier auffällt, ist, wir haben keine Option für die Grafik. Die Grafik sieht halt jetzt einfach mal so aus, wie sie ist. Der Entwickler hat heute noch ein Update rausgebracht, in dem er es war ein Grieseleffekt im Spiel drin, den hat er rausgenommen. Das war auch besser so, das war irgendein Filmkörnungseffekt und der sah richtig fürchterlich aus. Der ist draußen. Was kann ich sonst über die Grafik sagen? Es ist die Unreal 4 Engine. Ich war der Meinung, die könnte mehr leisten. Es würde ja eigentlich ganz nett aussehen, wenn nicht alles so verpixelt wäre. Ich habe das ganze Spiel natürlich auch noch geresampled auf 2.0 hoch. Also so viel besser sah das jetzt auch nicht aus. Was auch ein bisschen Spezielles ist, es ist überall Nebel im Hintergrund. Das erinnert ein bisschen so an die alten Spiele vom N64, Nebel 64. Aber ich will auch nicht über die alten Spiele quatschen, ich will euch zeigen, wie das Spiel funktioniert. So, genießt mal das schöne Intro. So, wir wandern auf den Fußstapfen unseres Großvaters, von dem mein Vater in dieser Story mir erzählt hat. Und er ist verschollen, und zwar genau hier enden seine letzten Aufzeichnungen. Und wir befinden uns in einem typischen Escape the Room. Und zwar ist er auf Raumgröße skaliert worden. Das heißt, ich muss mich nicht teleportieren oder sonst was, sondern der Raum, den ich hier zur Verfügung habe, der entspricht dem Raum, in dem ich mich physikalisch auch befinde. Und ich weiß gar nicht, habe ich es erwähnt? Ich habe das Spiel schon gespielt heute und ich möchte euch heute eigentlich bloß die Komplettlösung zeigen. Ich habe für das eine oder andere Rätsel etwas länger gebraucht als jetzt gerade, aber für euch gibt es die Lösung. Hier sind ein paar Gegenstände zu finden. Ein Dreieck. Ui, und hier haben wir noch irgendwo einen grünen Edelstein. Komm raus.
fällt mir der doch einfach durch die Hand durch. Und hier liegen überall so Kassetten rum. Kompaktkassetten gibt es seit 1965, das Ganze spielt 1968, von dem her absolut authentisch. Hier seht ihr einen Knopf, den könnt ihr mal drücken. Die Fackel könnt ihr mitnehmen, müsst ihr aber nicht. Die hat eh so ein bisschen eher so einen Taschenlampeneffekt und auch diese, ich weiß nicht, ob man sieht in der Aufnahme da oben, diese Funken, die kann man einfach eins zu eins mit nach rechts oder nach links bewegen. Das wirkt jetzt nicht sehr realistisch. Die Grafik wirkt grundsätzlich nicht so realistisch, dass ich jetzt wirklich das Gefühl habe, dass ich hier wäre. Meine Güte, der quatscht mir hier aber auch das Ohr ab. Gut, also was ist passiert? Ich habe den Knopf gedrückt, die Decke ist weggegangen und da oben ist eine Leiter. Wie komme ich jetzt da hoch? Hochspringen, hochklettern, hoch irgendwas? Nein, viel einfacher. Wir müssen nicht springen. Wir nehmen hier diese Ziegelsteine und werfen die da an das Holz ran. Und dann kommt auch schon die Leiter runter. Und auch wieder ganz realistisch, ein Teil der Leiter ist in den Stein hineingeglitten. Das ist eben schade, liebe Leute, weil in der virtuellen Realität möchte man sich ja doch ein bisschen mehr im Spiel drin fühlen, als wenn ich bloß irgendwie in einem 3D-Kino bin. Und in diesem Spiel bekommt ihr nicht das Gefühl, dass ihr da seid. Es ist auch nicht so, dass man jetzt irgendwie hier meinen könnte, es wäre angsteinflößend oder sonst was. Aber egal, das müsst ihr selber entscheiden. Ich gehe nochmal runter. Ich habe nämlich hier meine zwei Edelsteine vergessen. Die brauche ich nämlich. Wo ist die Leiter? Die muss ich wiederum nur berühren und dann geht es nach oben. Die lege ich mir mal hier zur Seite. Ich habe hier einen Krug und in diesem Krug ist ein Schlüssel und lass den Krug los. Was hat denn jetzt Bing gemacht? Egal. Rein hier. Dann holen wir uns mal den, stecken den hier rein, dann öffnet sich die Platte und da kann man jetzt die Steine reinstecken, die man vorher gefunden hat. Ist komisch, der ist gerade größer geworden in dem Moment, als ich ihn da reingesteckt habe. Hier liegt wieder eine Kassette und ich gebe euch den Tipp, die müsst ihr alle hören. Wenn ihr das nicht macht, kommt ihr spätestens, ich habe es weit hinten ausprobiert, an einer Stelle nicht weiter. Also fresst diese Kassetten. Hier drunter, unterm Stein, liegt nochmal so ein blaues Teil, was immer das ist. Und dann geht die Wand ein Stück auf. Da quetschen wir uns durch, einfach nur den Kopf durchstecken. Und dann seid ihr auch... Hallo? Ach, was denn? Ach so, ich bin schon da. Ja, das ist auch ein bisschen irritierend. Man wird dann teilweise irgendwo hin teleportiert. Hier ist eine Fackel und die ist hier nicht ohne Grund. Die ist nämlich dafür da, wenn ihr die anderen nicht mitgenommen habt, weil hier müsst ihr dieses Seil durchbrennen und dann kommt das Brett runter. Und über dieses klettert ihr einfach mal und öffnet die Tür. So, die kann man nicht wirklich öffnen. Ich werde auch dann hier, ach Mensch, ich werde da irgendwo rein projiziert, wo ich nicht sein will. Will ich nicht. hier sind Schalter. Ich habe dieses Rätsel erst mal gedacht, Mensch, da sind Zeichen drauf oder so. Ist egal. Einfach hochklappen, hochklappen und hier den letzten auch noch auf der anderen Seite hochklappen. Dann kommt da die Leiter runter. Hier geht es nach unten. Ja. Ja, ja. Nee, ich hab jetzt nicht so Angst, auch nicht so Angst, da runterzufallen. Also. Gut, nächstes Rätsel. Habt ihr gesehen? Ich werde wieder eingesperrt. Was für eine Frechheit. Die Fackel brauche ich nicht, aber die fliegt auch nicht drüber raus. Ein Wahnsinnsrätsel erwartet euch hier. Und zwar die Kassette wieder mal fressen. Und hier sind Zeichen. In dieser Reihenfolge sind die Steine hier zu platzieren. Und das ist unglaublich kompliziert, dieses Rätsel. Das Komplizierteste ist, dass ihr das überhaupt machen müsst. Also ich lege erstmal alle Steine hier oben hoch. Ne? Wir haben hier drei und hier ist der vierte. Die waren auch super gut versteckt, die Steine. Und der erste ist hier dieser komische Bogen. Bogen. Ist, wo ist er denn? Hier ist der Bogen. Und eins ist blau. Kommt da das Blaue rein. Dann hier der Regenschirm ist zwei. Zwei ist gelb. Wo ist der Regenschirm? Der ist hier.
Und dann haben wir noch das Zelt. Zelt ist 3, 3 ist rot und rot kommt hier rein. Und schlussendlich muss dann der Grüne hier rein. Dann stellt ihr euch in diesen wunderbaren Strudel der Zeit. Aha. So, also. Was ihr hier machen müsst, ist, ihr müsst hören können. Das heißt, jetzt kommen gleich Geräusche und die Geräusche müsst ihr nachmachen. Für das werde ich jetzt erstmal mir etwas zurechtlegen. Also hier bei der ersten Säule, das machen wir wieder ein bisschen lauter. Boom, tschick, also ihr hört schon, hier werden drei Geräusche vorgemacht und hier sind Knöpfe. Die Pauke hier, Katschinga. Ui, da komme ich fast nicht mehr ran. So, also ich mache mir jetzt ein bisschen eine Gedächtnisstütze. Dieser tiefe Ton. Sag mal, was ist denn da? Ach, habe ich schon ein Rätsel gelöst? Ach, durch reines Drücken habe ich schon ein Rätsel gelöst. Da unten kriege ich schon den gelben Stein. Gut, also. Und wo ist der Deckel von diesem Krug? Ich hatte doch gerade noch einen Deckel gehabt. Der ist weg. So, der ist nicht mehr da. Verschwunden. Okay, egal. Haben wir die Pauke und Dück. Und da hinten macht es tsch. Drücken wir mal. Tsch. Du. Tack. Du. Tack. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Wo ist es denn? Wo ist es denn? Da ist der blaue Stein. So, legen wir den hier drauf. Und das letzte. Tick, dum, back. Tick, dum, back. So, jetzt ist hier nochmal irgendwo eine Klappe aufgegangen. Die grüne. So, und jetzt denkt ihr, Mensch, was ist los? Wieso geht da nichts? Hier ist eine Kassette rausgekommen und die müsst ihr nehmen und hören. The date is October 7th, 1963. I don't know where I am or exactly how I got here. All I know is this is my last recording. So, das war's auch schon. Wenn ihr da drüben angekommen seid, habt ihr eigentlich bloß noch die Möglichkeit, den Schrein dort anzufassen. Und dann ist das Spiel fertig. Ich werde trotzdem mal versuchen, noch einen anderen Weg zu finden. Come on. Woher kommt eigentlich der Ton? Okay, also ich werde hier entweder zerdrückt oder ich fasse das an. Soll ich es anfassen? Soll ich es zerdrücken? Ich lasse mich mal zerdrücken. Mal gucken, was passiert. Wenn ich es anfasse, ist eh auch fertig. Also es gibt ein alternatives Ende sozusagen. Ihr könnt entweder den Kristall anfassen oder ihr könnt ihn auch nicht anfassen. Und wenn ich ihn nicht anfasse, wird die Ruine zerstört. Wenn ich ihn anfasse, wird die Welt zerstört. Hä? Ach, ist das schön. Ja, kein Schwein wird sich an mich erinnern. Ja, also. Spiel mit alternativem Ende. Ui, was soll denn das? Wieso ist denn jetzt schwarz? Ach, da werde ich zurückgebeamt. Ja gut, dann können wir ja beide Enden zeigen. Also, dann machen wir das Tonspiel nochmal. So, so. So, und ja, legen wir das mal dahin. So, was muss ich machen? Bum, ching, back. Bum, ching, back. So, dann ist wieder der Stein aufgegangen. Nächste Säule.
irgendwann Katsching und Pauke und Duck. Wo ist er denn? Wo ist er? Da ist er. So. Und letztes. Was? Nochmal. Also, der da, der da und der da. Ach, da ist er. Und rein damit. Die Kassette nehmen wir wieder. I am Theodore Grant. The date is October 7th, 1963. I don't know where I am or exactly how I got here. All I know is this is my last recording. These words, I can't make out all of them, but from what I understand, I have two choices. Either die or take the artifact and face the consequences. If the artifact brought me here, I have no reason to doubt the truth behind the stories. I came here to discover a historic relic for humanity to admire. Instead, I've found a schwebende Steine. Warum auch nicht? Aber dann Fackeln dran. Und keine LED-Scheinwerfer. Hui. So. Diesmal lasse ich mich nicht zerquetschen und fasse das Artefakt an. Meine Ohren dröhnen. Ich bin entkommen mit neuer Power. Gut, es ist, was es ist. Es ist fertig. Wir sehen uns ohne Brille wieder. Eines der kürzeren Spiele. Ja, kann man spielen, wenn man drauf steht. Ist nicht ganz so mein Ding, aber für ein paar Knobler, Rätsellöser oder sonstige Leute, das Ganze hat 5 Euro gekostet. Und gibt für ein paar Minuten Spielspaß. Leider hat es mich wirklich nicht ganz so in den Bann reingezogen. Die Grafiken, die wirken für mich sehr unrealistisch. Nicht von den Texturen, sondern einfach von dem, wie sie da waren. Das hat mich irgendwie nicht so ganz in den Bann gezogen. Aber ja, du, jedem das Seine. Und wenn es euch gefällt, ladet es euch runter. Tschüss!